mal wieder einen Tag für euch. Und zwar gibt es heute den Jennifer L. Armentrout Tag. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Die Buchmesse ist jetzt seit ungefähr 14 Tagen vorbei und ich komme irgendwie immer noch nicht drüber hinweg, dass ich diese Frau getroffen habe. Und deshalb habe ich im Internet mal nach einem Tag gesucht von ihr. Und ich habe doch tatsächlich einen gefunden bei 1000 Books to Read. Heißt ihr Kanal, also sie ist eine amerikanische Booktuberin. Und ich finde, dieser Tag lässt sich aber auch wunderbar auf jeden anderen Autoren anwenden, der schon mehrere Bücher geschrieben hat. Also falls ihr Lust habt, diesen Tag zu machen, weil ich jetzt hier niemanden taggen werde an dieser Stelle, weil ich nicht weiß, wer genauso wie ich Jennifer L. Armentrout bekloppt ist. Und ja, also wenn ihr Bock auf diesen Tag habt, ich schreibe euch die Fragen einfach einmal unten rein. Wie gesagt, lässt sich auch wunderbar auf jeden anderen Autoren anwenden, den man gerne mag. Und ja, deswegen tagge ich jetzt einfach im Vorfeld mal jeden, der Bock hat, diesen Tag zu machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Fragen. Erstens, deine Lieblingsserie. Ja, ich habe extra die Bücher mal hinter mir alle aufgebaut, die ich von ihr habe. Das sind alle. Ich glaube, bis auf Deadly Ever After sind auch alle da, die es bisher auf Deutsch gibt. Ja, meine Lieblingsserie ist, wie ihr wisst, Dark Elements. Ich liebe einfach Dark Elements. Sie ist so toll, die Reihe, und sie gefällt mir noch viel, viel besser als Obsidian. Ich liebe Obsidian, aber Dark Elements ist einfach für mich tausendmal besser, denn ihr wisst, ich liebe Ruff, ich liebe Bambi, ich liebe Robin. Ich finde Klopfer ganz, ganz toll. Und ja, deswegen, meine Lieblingsserie von Frau Armentrout ist definitiv Dark Elements. Zweitens, dein Lieblingsbuch. Da ich jetzt hier nicht schon wieder Dark Elements nehmen kann, entscheide ich mich an dieser Stelle einfach mal für Dreh dich nicht um. Und ja, ich finde Dreh dich nicht um ist einfach ganz, ganz toll. Das ist ein ganz wahnsinnig toller, cooler Jugendthriller und ich bin bis zum Ende nicht drauf gekommen, was nun eigentlich genau passiert ist. Und ja, ich finde Dreh dich nicht um einfach großartig. Dieses Buch ist eines der ersten Bücher, die sie mitgeschrieben hat, und ich finde, das merkt man überhaupt nicht. Ich finde, bei der Dämonentochter-Reihe merkt man schon, dass es ihre erste Reihe war, die sie geschrieben hat, denn man merkt schon die Entwicklung, die sie im Laufe der ganzen Bücher gemacht hat. Und ja, aber bei Dreh dich nicht um merkt man das gar nicht, deswegen Dreh dich nicht um ist mein Lieblingsbuch. Drittens, dein liebster weiblicher Charakter. Und bei dieser Frage habe ich mich jetzt einfach mal für zwei Charaktere entschieden, obwohl ich mich noch für 100 weitere hätte entscheiden können. Aber ich entscheide mich jetzt bei drittens für Josie von Im leuchtenden Sturm, denn Josie ist einfach ein ganz normales Mädchen. Sie ist ein kleiner Volltrottel und das erinnert mich so ein bisschen an mich. Und sie ist mir einfach so sympathisch, weil sie halt einfach so menschlich ist und einfach so echt ist. Und ja, deswegen mag ich Josie unglaublich. Und der zweite Charakter, den ich auch noch total feiere von den weiblichen Charakteren, ist Alex von der Dämonentochter. Die beiden treffen dann hier in diesem Buch auch wieder aufeinander und das finde ich so mega cool. Und Alex ist das komplette Gegenteil von Josie. Alex ist total Kick-Ass. Die ist einfach nur eine Hammerbraut. Die hat eine große Klappe ohne Ende. Die lässt sich nicht sagen. Die weiß sich zu wehren. Und ja, ich meine, die kämpfen gegen Götter und Titanen. Hallo! Die müssen cool sein und ja, deswegen würde ich hier mich für Josie und Alex entscheiden. Ich finde die beiden einfach mega. Mega, mega, mega. Viertens, dein liebster männlicher Charakter. Und bei der vierten Frage würde ich mich jetzt einfach mal ganz spontan entscheiden für Cam von Wait For You, Reese von Fall With Me, Jax von Stay With Me, Brooke von Firing You, Aiden von der Dämonentochter, denn ich bin immer noch der Meinung, jedes Mädchen sollte einen Aiden zu Hause haben. Dann natürlich noch definitiv Ruff von Dark Elements, er ist mein Schätzchen, er ist der einzig wahre, er ist der besteste von allen und ach, er kommt gleich mit Aiden auf einer Stufe, glaube ich. Er und Aiden sind, glaube ich, die geilsten. Ja, auf jeden Fall, ja, Ruff. Dann habe ich mich noch entschieden natürlich für Damon. Dann musste ich mich natürlich aber auch entscheiden für Carson, denn Carson ist auch so toll. Ich liebe Carson, Carson ist einfach so. Und dann habe ich mich auch entschieden für Ryder. Von Morgen liebe ich dich für immer, denn ich finde, Ryder ist auch ein ganz, ganz toller Charakter und er hat einfach eine wahnsinnig tolle Tiefe in dem Buch bekommen und ja, deswegen würde ich mich hier auch für Ryder entscheiden. Und Moment, ich habe noch wen vergessen. Ich nehme noch, oh mein Gott, wartet, ich nehme noch, welches Buch muss ich denn nehmen? Dann nehme ich jetzt einfach mal hier noch Deacon natürlich und Luke. Die beiden möchte ich natürlich auch noch erwähnen. Deacon und Luke sind auch ganz, ganz tolle Nebencharaktere in der Dämonentochter-Reihe. Die finde ich auch unglaublich gut. Die muss man auch auf jeden Fall mal erwähnt haben. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, bei Obsidian, oh Gott, in welchem Teil taucht er das erste Mal auf? Ich glaube im vierten. Und wen man natürlich auch nicht vergessen darf, ist Archer. Ich finde Archer auch ganz toll. Kennt ihr Archer noch?
Ich mag ihn total. Also ja, Archer darf man nicht vergessen. Und Luke natürlich. Luke darf man auch nicht vergessen. Ah, es gibt einfach zu viele tolle männliche Charaktere in den Büchern. Aber das wären jetzt so die gröbsten. Fünftens, der beste Antagonist. Und hier entscheide ich mich für Seth von der Dämonentochter. Ich finde, er ist einfach ein so guter Antagonist in dieser Reihe. Einfach so unglaublich gut. Und ja, deswegen werde ich mich hier für Seth entscheiden. Und ja, deswegen habe ich ihn bei der anderen Frage eben weggelassen. Aber Seth ist so ein richtig, richtig, richtig toller Charakter. Er ist halt wirklich nicht der Gute, er ist halt wirklich der Böse. Und das war in der Dämonentochter ganz, ganz toll zu lesen mit ihm. Und ja, ich finde es jetzt auch ganz toll, dass er mit Götterleuchten seine eigene Reihe bekommen hat. Deswegen Seth. Auch wenn ich diesen Namen immer noch nicht aussprechen kann. Sextens, dein Favorite Chip. Und mein Favorite Chip sind zum einen Roxy und Reese von Fall With Me. Ganz einfach, weil die mich von ihrem Temperament her immer an meinen Freund und mich erinnern. Die sind einfach so toll, die beiden zusammen. Und die gehen sich halt auch mal gegenseitig an die Gurgel und haben sich hinterher trotzdem wieder lieb. Und ja, das erinnert mich so ein bisschen an mich und meinen Freund. Deswegen Roxy und Reese von Fall With Me. Und dann habe ich mich natürlich noch für mein absolutes Lieblingspärchen entschieden von all den ganzen Büchern. Und zwar für Alex und Aiden von der Dämonentochter. Die beiden sind einfach ein so tolles Paar. Die passen so unglaublich gut zusammen. Die sind einfach so gut zusammen und die sind so toll. Und die ergänzen sich gut und die sind einfach... Ich liebe Alex und Aiden und sie sind einfach so toll. Siebtens, dein Lieblingscover. Obsidian. Ich finde es einfach immer noch so toll. Und Obsidian war das erste Buch, was ich von Jennifer Armentrout gelesen habe. Und es war ein reiner Coverkauf. Also von daher spricht dieses Cover eigentlich nur für sich. Und es ist einfach so unglaublich toll. Und die Bücher sehen auch ohne Schutzumschlag so toll aus. Und ja, deswegen ist mein Lieblingscover definitiv Obsidian. Denn es hat zu meiner Jennifer Armentrout Leidenschaft geführt. Achtens, wenn du einen Tag mit einem der Charaktere aus den Büchern verbringen könntest, wer wäre das? Bei der achten Frage gibt es definitiv nur eine Antwort und die lautet Roth. Wenn nicht Roth, wer sonst? Er ist mein absoluter Lieblingscharakter und er ist so toll und ich liebe ihn und einen Tag mit einem der Charaktere. Ich würde mich für Roth entscheiden. Roth ist cool. Roth ist ein Dämon, der kann fliegen. Da kann man mit dem irgendwo rumfliegen und coole Sachen machen und ich kann mir Bambi angucken und Klopfer und so und ja. Ich würde mich hier definitiv für Roth entscheiden, denn er ist einfach so unglaublich toll. Und letztens, was liebst du an ihrem Schreibstil, ihrer Art zu schreiben am meisten? Und ja, die ursprüngliche Frage war, nenne das mit zwei Worten. Nein, das geht nicht. Ich kann das nicht mit zwei Worten beschreiben, was ich an diesem Schreibstil liebe. Dieser Schreibstil ist einfach genau mein Geschmack. On point, 100% mein Geschmack. Ich liebe die Metaphern, die sie benutzt. Ich liebe die Vergleiche, die sie zieht. Ich liebe ihre sarkastische, witzige Art. Ich finde die Charaktere, die sie schreibt, einfach unglaublich gut. Die haben teilweise, wie gesagt, in den ernsteren Büchern haben sie auch eine gewisse Tiefe. Ansonsten sind die einfach witzig und charmant und humorvoll und halt, wie gesagt, auch sarkastisch. Und es sind manchmal auch echt Arschlöcher dabei bei den Charakteren. Und ja, aber trotzdem macht sie das alles auf eine so sympathische Art und Weise, auch bei den Bösen, dass man einfach alle Charaktere nur gut finden kann. Ich sage jetzt nicht mögen muss, aber gut finden kann. Und wie gesagt, ihr schreibt sie es einfach absolut humorvoll. Er ist sarkastisch, er ist spannend, er ist action. Und ja, er ist kitschig und schmalzig und tolle Charaktere. Die Settings sind immer toll, die sie schreibt. Ich finde die Beschreibungen, die sie in ihren Büchern macht, ich kann mir das alles immer so gut vorstellen, als wäre ich wirklich direkt dort mittendrin im Geschehen. Und ja, es trifft bei mir einfach alles on point. Und deswegen könnte ich das niemals mit zwei Worten beschreiben. Aber wenn man jetzt sagen müsste, nenne mit zwei Worten, was dir an ihrem Schreibstil am besten gefällt, ist, würde ich sagen, der Humor und der Sarkasmus. Also das sind so die zwei Sachen, die ich an ihrem Schreibstil am liebsten mag. Das war mein Jennifer L. Armentrout Tag und wie am Anfang bereits erwähnt, werde ich hier an dieser Stelle niemanden taggen, denn
Ich weiß nicht, wer genauso bekloppt ist wie ich. Und falls ihr euch fragt, ja, ich habe alle Bücher gelesen, die hier liegen. Jedes einzelne davon und ich liebe jedes einzelne dieser Bücher. Gut, mal abgesehen von Tempting Love, die liebe ich jetzt nicht so. Die sind halt nicht so der Hit, aber alle anderen Bücher liebe ich total. Deadly Ever After habe ich noch nicht gelesen. Das werde ich mir jetzt definitiv aber diesen Monat noch mit kaufen und lesen. Ansonsten gibt es an dieser Stelle auch nicht viel zu sagen, außer dass ich mich über jedes Buch freue, was von dieser Frau erscheint. Ich weiß gar nicht, was als nächstes rauskommt. Ich glaube, als nächstes haben wir den dritten Teil von der Götterleuchtenreihe, was noch erscheint. Dann hatten wir jetzt Deadly Ever After. Ich weiß gar nicht, was dann danach rauskommt. Im Englischen kommt der nächstes Jahr, also in Amerika kommt der nächstes Jahr dann der vierte Teil der Titan-Reihe raus. Und das Spin-off zu Obsidian, wo es um Luke gehen wird. Und ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass das nicht wieder ewig dauert, ehe das zu uns kommt. Das wäre richtig, richtig schade. Aber ich glaube, die Verlage wissen inzwischen, dass Jennifer Lammetraut ein Verkaufsgarant ist und werden sich da wohl hoffentlich schnellstmöglich die Rechte an den Büchern sichern. Ich würde es auch richtig cool finden, wenn ihre Wicked-Reihe übersetzt werden würde. Da kam jetzt auch der dritte Teil gerade im Englischen raus. Die Bücher würden mich ja auch mal absolut noch interessieren. Wir schauen und warten einfach mal ab, was noch kommt. Und so, und jetzt noch ganz kurz zum Ende, falls ihr euch noch fragt, was ich mir für Bücher habe signieren lassen auf der Messe jetzt eigentlich. Und zwar habe ich mir signieren lassen den zweiten Teil von Dark Elements. Tada! Und als zweites Buch habe ich mir noch signieren lassen Stay With Me von der Wait For You-Reihe. Tada! Diese beiden Bücher habe ich mir auf der Messe signieren lassen. Ich hätte sie gerne am liebsten wirklich alle mitgenommen und alle signieren lassen. Aber das ging ja leider nicht. Ich hatte ja auch noch die ganzen Stoffbeutel. Dann hatte ich von Jenny noch ein Buch und dann hatte ich von Annika noch ein Buch. Und Sina hatte auch noch zwei Bücher. Und wir wollten ja eigentlich, dass das nicht ganz so ausartet. Deswegen habe ich diese beiden Bücher mitgenommen und mich dafür entschieden. Denn ich liebe ihre Wait For You-Reihe und Stay With Me ist mein Lieblingsteil. Und wie ihr wisst, Dark Elements ist meine Lieblingsserie. Deswegen Dark Elements. So, und ich laber schon wieder viel zu viel und viel zu lange und es tut mir voll leid. Ja, zum Schluss noch, falls ihr genauso Jennifer Lammetraut bekloppt seid wie ich, dann schreibt mir doch eure Antworten zu dem Tag mal unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.